Ach, das ist eine lange Geschichte mit den Automaten. Ich fahre doch, naja, so in Abständen immer zum Recyclinghof, um meine Sachen, die ich nicht brauche, auf die ich verzichten kann, loszuwerden. In der Regel fahre ich mit einem alten Gerät hin und bringe zwei andere wieder mit. Naja, eines Tages bin ich da wieder mal gewesen und da standen dann zwei so riesen Kisten bei dem Elektronikteil. Man kann da ja auch Fernseher und alte Geräte abgeben. Standen zwei so riesen Kisten. Ich gucke mir die an und sehe, das sind zwei Spielautomaten. So, ja, es sind keine einarmigen Banditen, denn da war ja immer so ein Hebel dran früher, aber halt die deutsche Version von Spielautomat. Und naja, habe ich mit mir gekämpft. Dachte, der Hartmut war ja damals noch in Essen. Wir könnten vielleicht zusammen die Dinger wieder flott kriegen. Das wäre ja eine Gaudi. Also habe ich die da genommen. Damals ging das noch, da waren die Leute am Recyclinghof noch toleranter als heute und haben erlaubt, dass man so Sachen mitnimmt. Ach Gott. Also habe ich die da alleine, es sollte ja gar nicht so publik werden, alleine in mein Auto gewuchtet, Sitze zurückgeklappt, haben sie schön reingepasst. Das nächste Problem war, die daheim anzubringen, ohne dass die Gitti das sieht. Die hätten mich ja auch gleich wieder rausgeschmissen. Nehmen wir den. Also habe ich die dann allein da hinten in den Schuppen gewuchtet und in Plastikfolie gepackt und in die in das hinterste Loch im Schuppen geschoben. Tja, und da sind sie dann geblieben. Ich habe zwar ab und zu gewusst, noch mich daran erinnert, dass die da waren, aber naja, inzwischen sind es bestimmt 20 Jahre, dass die da liegen. Die Kitty besteht dauernd drauf, dass ich den Schuppen in Ordnung bringe. Also war es Zeit, da hinten die aus ihrer Versenkung zu holen. Naja, und das haben wir jetzt da gemacht. Schade, aber es war eigentlich zu erwarten. Nach 20 Jahren funktioniert so eine Elektronik. Und es war ja immerhin schon eine Art Elektronik drin, nach dem heutigen Verständnis. Und die hat natürlich bei der Feuchtigkeit im Schuppen wohl offensichtlich so gelitten. Oder, was ja auch möglich ist, haben wir ja jetzt gesehen, als wir es aufgemacht haben, dass die da wesentliche Teile ausgebaut haben, dass das eigentlich schon Schrott war, dass das schon gar nicht mehr funktionsfähig war. Das zeigen ja die wegstehenden freien Kabel, die da drin sind. Naja, das war's. War eine schöne Geschichte.